Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Sims 4 Let's Play mit Brianna Brandt, die krank geworden ist, weil sie sich mit kranken Patienten unterhalten hat. Wer ist das? Holly Alto. Wieso bist du eigentlich in meiner Bude? Bitten, ein Foto zu machen, Autogramm bitten, um Selfie bitten, um Umarmung bitten, versuchen vorzustellen. Wenn ich krank bin, ist das vielleicht nicht unbedingt so die beste Ding. Aber sehr wurscht. So, ich will mir jetzt hier ein besseres Bett kaufen. Und zwar 9. Hier, genau, knuffig. Aber ich möchte das genau hier. Die Farbe gefällt mir. So. Ah, warte mal. Ich könnte mir auch noch so ein Tee-Ding kaufen. Warte, das stellen wir dahin. Und dann eine immer Tee. Genau. Denn mir geht es nicht gar so gut. Ich werde mir jetzt hier eine Kanne abfüllen mit beruhigender Kamillentee. Gesunder grüner Tee. Nee, ich werde erstmal den Kamillentee machen. So, dann iss mal, meine Liebe. Also, hier gehen die Leute ein und aus. Das ist ja. Mann, gut, okay, die räumen für mich alles weg. Ist auch nicht schlecht, gell? So. So, genau. Hachio. Hey, du solltest ihn noch trinken. Hallo? Aha, okay, da. So, warte mal, das kann ich wegräumen. Alter, was ist mit ihm? Ich habe das noch immer nicht geändert. Ah, Hilfe. Okay. Aber ich habe das doch eigentlich reingegeben, dass da kein F-Wort vorkommt. Verdammt. Hey, möchtest du zu mir im kurzen Abenteuer rüberkommen? Entschuldige bitte, aber ich meine, es wäre zwar irgendwie lustig, aber tut mir leid, aber ich bin krank. aber scheinbar habe ich dich ziemlich lecker. Okay. Ein Skriptfehler, okay. Was ist mit dir? Plaudern. Nee, lass mal. Ich werde mal hier das so machen. Getränk holen, Getränk holen. Am Klo den Tee weiter trinken. Durchlaufposten, gell? Oben rein, unten raus. Oh, wer bist du? Achso, du bist, glaube ich, Auroras Geist, gell? Ja. Hübsche Dame auf alle Fälle. Hübsche Dame, hübsche Dame. Ja, Kampf gegen die Erkältung. Haben wir geschafft. Sehr schön. Manchmal sind einfache Hausmittel die beste Medizin. Ja, genau. So, dann, wenn du das gemacht hast. Ja, ich weiß, dass du schon wieder angespannt bist. Nee, warte mal, du brauchst das nicht trinken. Können wir das? Genau, das können wir da reinstellen, nämlich. So, nicht trinken. Den können wir wegstellen. Weil dann ist der nämlich schon wieder sauber. Sehr schön, nämlich. Und dann. Das bringt mir keinen Spaß, gell? Ich brauche Spaß. Spielen. Vor allem ist es schon wieder 23 Uhr. Es ist so spät. Pflanze gießen. Hä? Das hatte ich doch gemacht, oder? Ja. Braucht kein Wasser. Puh, okay.
und gut gelaunt zur Arbeit gehen, Tagesaufgaben erledigen, gute Beziehungen mit Kollegen unterhalten. Ja, das ist halt alles leichter gesagt als getan. Aber was macht ihr denn eigentlich Spaß? Warte mal, welche Eigenschaften hat sie denn nochmal? Sie hat sie selbstsicher, fröhlich und Spinnerin. Das heißt, wenn sie eigentlich rumspinnt, dann dürfte das eigentlich gut sein. Pflanzen 10-mal jeden oder gießen. 3 Stück. Ja, aber ich habe doch hier 4 Stück gegossen. Weißt du was? Ich komme nicht zu dir und du kommst dann dafür zu mir, oder was? Kommst du jetzt rein oder nicht? Sie behauptet, krank zu sein. Schauen wir einfach mal bei ihr vorbei. Ja. Ach so. Aha, okay, du magst mich nicht sonderlich. Rumblödeln, keine Ahnung. Witze über Vampire erzählen. Aha. Lustige Geschichte erzählen. Jemanden parodieren. Aha, er lacht aber selber drüber. Okay, also das Rumblödeln hilft sehr, schmutzigen Witz erzählen. Das können wir ruhig machen, gell? Vampirwitz machen. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Aber es macht meinen Spaß hoch und das soziale Ding macht es auch hoch. Das ist ja gut. Allerdings ist es schon wieder 1 Uhr nachts. Das ist Kacke. So, welche Bücher lesen Vampire gerne? Irgendwas, worin sie sich so richtig festbeißen können. Super. Oje. Arbeitslos. Hier, medizinischen Rat geben. Oje. Hier, medizinischen Rat geben. Was habe ich denn noch? Kannst du wieder gehen? Aha. Was machst du da? Hände waschen. Okay, da hast du Müll rausgebracht, jetzt musst du erstmal Hände waschen, gell? Was machst du da? Aber ich glaube, Vladislaus schaut ja eigentlich als Vampir so richtig, richtig hässlich aus. Alter, der ist sicher böse. Das ist sicher ein böser Vampir. In 6 Stunden zur Arbeit. Na gut, okay, wir sollten aber heute dann eh besser erholt oder schneller erholt sein, vor allem. Weil das Bett hier besser geworden ist, eigentlich. Eigentlich, eigentlich, eigentlich. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, bitte. Oh. Nacht in der Stadt. Okay. Kostenlose Speise und Getränke. Oh, wir sind sehr schön. Hier verwenden. Wie spät ist es? 8 Uhr. Fuck. Entschuldigung. Schnelle Mahlzeit essen. Apfelmus. Geht sich das noch aus? Ich hoffe schon, gell? Stadt in der Nacht in der Stadt. Ja, das machen wir dann, aber jetzt muss ich erstmal hier gucken.
Vor allem, ich muss den nicht gießen. Ja gut, jeden könnte es dann, mit jedem könnte ich es dann probieren, gell? Hier, freiberufliche Botanikerin. Was hat sie dann weiter dann als Ziel? Level 4 der Gartenfähigkeit, 5 verschiedene Pflanzen weiterentwickeln. Okay. Naturernährerin. 3 Pflanzen veredeln, 5 Pflanzen düngen. Level 10 der Garten für Kuhpflanze züchten. Ausgezeichnete Pflanzen entwickeln. Okay. Okay, also komplett konträr zu dem, was sie als Beruf hat. Unterstützt sich gegenseitig genau gar nicht. Aber das geht sich nicht mehr aus, dass ich dann noch recherchieren gehe. Ich bin froh, wenn ich hier dann satt bin. Wobei, das wird sich auch nicht ausgehen, dass ich satt bin. Nein! Eine Minute und wir müssen zur Arbeit. Passt. Dann mal los. Genau, Brianna ist zur Arbeit. Okay, so, dann mal los, hätte ich gesagt. Patient Grusel, genau, der hat ja eine klare Diagnose. Warte mal, kann ich hier noch irgendwas machen? Temperatur messen nochmal, dann mit dem Müll, den werden wir jetzt mal hier rausschmeißen. Hier, so. So, haben wir jetzt eine klare Diagnose? Okay, warte mal, du kriegst einfach blähende Hitze. Hallo? Nein, hier, blähende Hitze. Die Sachen oh. Oh. So. Diagnose erstellt. Jetzt kriegst du eine Spritze. Ja, leg dich hin. Und Ding. Siehst du, hat gar nicht wehgetan. Patient geheilt. Ausgezeichnet. So, dann machen wir hier. Du hattest ja, glaube ich, auch schon eine schwache Diagnose. Genau. Allgemeinzustand. Aha, okay. Mädel, ich glaube, du musst einfach nur Kamillentee trinken. Der hilft. Klare Diagnose. Blähende Hitze? Aber der hat doch keine Anzeichen dafür. So, Mädel, du hast sicher Fieber, dir ist schwindelig. Abstrich nehmen, genau, das werden wir auch noch machen. So, eine unsichere Diagnose liegt vor. Klare Diagnose. Schwitziger Schüttelfrost. Wobei, eigentlich wäre es besser, wenn ich das irgendwie. So, akzeptable Diagnose. Was? Habe ich sie? Oh. Oh je. Behandlung erfolglos. Nein! Ich war zu voreilig. Okay, hier, warte mal, Abstrich nehmen. Billy Young. Gott. Hier, Billy Young. Kann ich nicht zerstören. Okay. Verdammt. So, dann hier analysieren. Tane. Das finde ich so super, dass du deinen Job machst, nämlich. Das ist echt so toll. Akito Hasewak. Hä? Warst du nicht gestern noch ein Arzt? Oder vorgestern? Okay.
klare Diagnose und du kannst da wieder auswählen zwischen zwei Sachen, das ist ätzend. So, heute werden wir dann auf alle Fälle mal früher heimgehen. Wieso rennst du schon wieder durch die Gegend? Ach so. So, du fühlst dich unwohl. Klare Diagnose. Okay, warte mal. Ergebnisse protokollieren. Da. Das ist echt cool bei dem. Der macht alles selbstständig. Er macht die Sachen sauber, repariert sie, macht die Betten wieder schön. Das ist voll praktisch bei dem Kerl. Oh, das muss ich wahrscheinlich jetzt wieder kalibrieren oder was? Aha, wurde erst kürzlich kalibriert. Okay. Lama-Krippe, schwitziger Schüttelfrost. Ich weiß noch nicht. Okay, du kommst jetzt erstmal zur Röntgen. Weil die Kinder kann ich ja, glaube ich, nicht röntgen, gell? Ah, wohl doch. Okay. Das sollte ich dann vielleicht machen. So, einmal bitte durchscannen. Weist auf eine mögliche Krankheit zur sicheren Diagnose und weitere Untersuchungen erforderlich. Okay. Das heißt. klare Diagnose. Oh, okay. Wir brauchen keine weiteren Dinge. Wir haben eine eindeutige Ding. Okay. Diagnose erstellt und Patienten die Medikamente geben. Okay. Oh, sternenklare Augen. Okay, passt. So, dich haben wir aber geheilt. Das ist sehr gut. Und eigentlich könnten wir jetzt schon wieder gehen. Unser Pensum haben wir immerhin erreicht. Nebs. Okay, so. Du kriegst auch Medikamente. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ah, wenn du so Sterne von den Augen hast. Ja, geheilt, ausgezeichnet. Okay, so, was hast du? Du, dich werden wir jetzt noch in den Röntgenapparat reinstecken. Ich weiß, dass dir unwohl ist, blähende Hitze. Aber ich habe hier die Ding. Schüttelfrost oder Lama-Krippe? Mal gucken. Ob der Röntgenapparat mir irgendetwas bringt. Schlecht wär's nicht. Okay, eindeutig auf eine behandelbare Krankheit hin. Garantierte dir. Oh, ich hätte das Falsche wieder genommen. Ah! Okay. Hier hingehen. Oh, die Betten sind alle gemacht. Oh, ist das geil! Ist das geil, ist das geil. Okay, Junge. Du hast die Lama-Grippe. Wo gehst du denn hin? Ja, die ist brennend heiß, ich weiß, okay. Schau, du hast die Lama-Grippe. Du musst jetzt eine Spritze bekommen oder so. Genau, du brauchst eine Spritze, okay. Okay, das Röntgen-Ding ist gar nicht mal so schlecht. Patient geheilt. Ausgezeichnet. So, dann werden wir euch jetzt. Oh, du bist. Warst du nicht erst vor kurzem da? So, Untersuchungsliege, Untersuchungsliege. Ja, du bist auch noch mal da. Ist klar, wenn ich dich nicht geheilt habe, gell? So, Untersuchungsliege.
Das werde ich wohl hoffentlich noch zustande bringen, dass ich hier alle auf die Untersuchungsliege bringe. Dum, dum, da, dum, dum, da. Aha. Oder ich bring's auch nicht zustande. Hier. Björn Bjergsen. Na, wieso gehst du denn einfach? Was soll denn der Mist? Oh. Dich sollte ich vielleicht auch mal untersuchen. Du bist jedes Mal da. Immer wieder aufs Neue bist du da. Ah, okay. Okay. Weltstar. Ist sie schwanger? Scheint so, oder? Ja, die ist schwanger, okay. Und dann werden wir sie jetzt auch noch in die. Achso, nee, werden wir nicht mehr, weil es geht sich zeitlich nicht mehr aus. Es geht sich nicht mehr der Typ aus. Ein Urlaubstag verdient, sehr schön. Gut, dann mache ich jetzt hier wieder einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und werden mal schauen, was sie jetzt in ihrer freien Zeit so macht. Bis dahin sage ich aber erstmal ciao, ciao und noch einen schönen Tag. Baba!